Moment, Moment. Munition! Yay! Money, 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 Dubstep! Yay, 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 yay! Naja, okay. So, ich lade mal kurz nach. Ah, brauche ich gar nicht. Und der ist auch... Ah, ne, der ist noch nicht voll, ne? Stimmt, da kann ich nochmal aufnehmen. So, komisch aber, dass wir jetzt für die zwei Waffen Munition kriegen und nicht für die anderen. Aber die brauchen ja auch Spezialmunition. Die andere Waffe, also der Bolter, den wir benutzen, der nimmt ja quasi jede Munition, die hier einfach rumliegt. So. Ich will jetzt mal wieder hier den Vergelterwerfer. So, funktioniert. Gut. Okay, ich glaube, ich vergeude die Munition gerade ein bisschen. So. Jetzt kommt mein Spalter, Mensch. Dein Spalter? Ich glaube, dein Spalter bringt dir jetzt auch nichts mehr, was? Na, komm schon. Ja, jetzt sind keine Feinde mehr hier, oder was? So. Das hat es ja jetzt echt gebracht, die Wildheit einzusetzen. So, da vorne liegt noch Munition, die nehmen wir natürlich noch mit. Granaten haben wir auch voll, haben wir bisher kaum gebraucht eigentlich. Ich setze sie zwar ab und zu ein, aber brauchen, naja. So. Ich setze sie eigentlich nur ein, dass wir wieder Munition aufnehmen können. Ich glaube, hier kommt sie jetzt, ne? Sollen wir jetzt hier noch einen Moment warten, oder? Sollen wir einfach weiterlaufen? Ich sehe da unten gar nichts gerade. Bombenmäßiges. Na? Ich glaube, da kommt auch nichts irgendwie. Ah, doch da. Ah, auf der anderen Seite. Ich glaube, das ist auch unsere Bombe. Egal. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal weiter. Noch ein Aufzug. Ja, noch ein Aufzug. Was haben wir denn da unten? Ich glaube, da unten waren wir schon, ne? Da unten waren wir schon, ja. Oder? Ja, der Sockel ist leer. Ah, klar, jetzt sind wir gerade eine Ebene oben dran. Interessant. Oh, was haben wir denn hier? Können wir da einfach... Ah, da können wir einfach reinlaufen. Okay, jetzt haben wir halt ein paar Granaten gekriegt. Auch nicht schlecht. Das war alles. Hm. Ich hatte mir jetzt ein bisschen mehr erhofft, muss ich sagen. Aber wir gehen jetzt auf jeden Fall mal weiter zum Aufzug. Nachdem ich natürlich die Munition eingesammelt habe, die hier noch rumliegt. Zack. Und weiter geht's. Boah, Freunde, das Spiel flasht mich gerade echt. Es macht ultra Spaß, vor allem so schnell, wie es ist. Ja, jetzt kommt mal rein, Freunde. Ihr wollt doch mitfahren. Freunde? Aber dann halt nicht. Ah, jetzt kommt ihr. Aha. Auf einmal. So. Und wo geht die Tür auf? Da geht die Tür auf. Ah, da ist gar keine Tür. Ah, doch, da ist eine Tür. So. Und ich hoffe echt, dass ich jetzt während dem Let's Play nicht die ganze Zeit viel zu weit weg vom Mikro sitze. Weil wie gesagt, ich habe hier ein bisschen was verändert. Auch wie das Mikro dasteht, bla bla bla. Dass die Qualität ein bisschen besser wird. Und ich hoffe halt, dass es jetzt auch wirklich der Fall ist. Nicht, dass hier jetzt während der Aufnahme die ganze Zeit scheiß Ton ist. Das wäre natürlich ganz, ganz mies. So, und hier kriegen wir wieder was Neues. Oh, Sigillum Sanctum. Scharfschützenmodus freigeschaltet. Scharfschützenmodus. Mit Wildheit können Sie nun in den Scharfschützenmodus wechseln. Die Zeit verlangsamt sich dann und ermöglicht es Ihnen, Schüsse mit tödlicher Präzision abzugeben. Benutzen Sie T, um in den Wildheitsmodus zu wechseln, dann STRGL, um in den Scharfschützenmodus zu wechseln. Ach du meine Güte. Der Scharfschützenmodus endet, wenn die Wildheitsanzeige leer ist oder Sie STRGL loslassen. Ah. Geil. Oh, das ist natürlich mega geil. Jetzt hier im Scharfschützenmodus rumzulaufen. Sehr, sehr cool. Ich habe es halt gerade mal ausprobiert. Gebraucht hätten wir es jetzt natürlich nicht. Aber wir brauchen es bestimmt noch. Da ist unser Geschoss. Die Orks haben es zur Seite gelegt. Dann legen wir es zurück. Leandros, legen Sie das Geschoss ein. Ich gebe Ihnen Deckung.
Wie zur Hölle? Wieso haben die das zur Seite gelegt? Haben die entdeckt, dass da eine Sprengladung dran ist? Ich weiß, wir müssen ihm Deckung geben. Ich gehe jetzt trotzdem mal hier hin. Aber hier ist auch nichts mehr. Okay, jetzt gehen wir mal wieder zurück. Ich glaube, da kommen jetzt... Space Marie! Genau das. So, und ich glaube... Komm schon, Leandros, schieb. Hä, wo ist denn der? Ah, wow. Durchhalten, Leandros. Oh, fuck. Und jetzt haben wir die... Na, ich glaube, hier hätten wir eher den Scharfschützenmodus einsetzen sollen. Ja, komm schon, blöden Orks. Also die Schnauze. Wow. Oh Mann, Gott sei Dank sind es nur diese Kleinen, die jetzt hier gelaufen kommen. Fuck. Bei den Granaten müssen wir echt aufpassen. So. Egal, wie viele hier unten rumlaufen. Ich glaube, hier oben ist trotzdem die größere Gefahr. Die mit den... Nein! 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 Scheiße! Da war ein verdammter Squig zwischendrin. Den habe ich nicht gesehen. Scheiße. Und jetzt steht natürlich unten, achten Sie auf Bomben-Squigs. Ach, komm. Schnauze. Ja, Scharfschützenmodus, wir wissen es. Aber jetzt spare ich mir den Scharfschützenmodus auf. So. Geil ist natürlich auch, dass diese Bändel, die wir dadurch kriegen, dass die ja hinten an unserer Rüstung hängen, ne? Seht ihr? Diese Siegel mit den Schriften dran. Die sind dann alle auch auf der Rüstung sichtbar. So, jetzt kommt schon. Dieses Mal machen wir es anders. So. Das war natürlich jetzt easy. Da ist unser Geschoss. Die Orks haben es zur Seite. Ja, wir wissen es, wir wissen es, wir wissen es. Ich hole mir jetzt kurz Muni. Legen Sie das Geschoss ein. Ich gebe Ihnen Deckung. So. Granaten brauchen wir nicht. So, komm, leg ein, Kumpel. Schuss in 3, 2, 1. So. Jetzt wird hier abgerechnet. So, immerhin ein paar haben wir jetzt mitgenommen. Und von unten kommen jetzt auch noch keine, das ist gut. Wenn wir die da oben auch loswerden, dann passt es auch. Aber ich glaube, da kommen fast unendlich Gegner, oder? Bis wir das Geschoss eingelegt haben wahrscheinlich. Oder vielleicht doch nicht. Zumindest oben sind jetzt schon mal keine mehr. Wir können jetzt einfach mal alle Granaten raushauen, die wir haben. Denn da liegen ja noch ein Haufen. Scheiße, da kommt Squigs. Nein! Boah, Gott sei Dank. Denn die Squigs, die killen uns halt mit einem Streich, ne? Also einmal getroffen von einem Squig, das war's. Oh, komm, verpisst euch doch! Ich hoffe, jetzt kommen keine Squigs, jetzt sehe ich gerade nichts. Was da drüben noch so abgeht, die Bombe im Weg ist. Oh, ein Boss, ne! Nicht jetzt, ach komm. Verpiss dich! Scheiße, jetzt kann ich nicht ausweichen, was ist denn das? Okay. Blöder Bastard. So. Ladevorgang. Sorry, dass ich hier so viele Kraftausdrücke benutze, aber ganz ehrlich, Freunde, es ist definitiv angebracht. Ich meine, die Orks, die benutzen ja genauso viele, also... Boah, es macht auch keinen Unterschied mehr. Scheiße, habe ich aus Versehen auf Leandros geschossen. Nicht Leandros geschossen, sondern unseren... an einen Kumpel geschossen, der noch dabei ist, dessen Name ich gerade vergessen habe. Mist, ich gehe mal kurz in Deckung. Oh, Alter. Oh, Mist. Ich hoffe, es kommen keine Squigs. Ich glaube, ich hätte es besser nicht sagen sollen. Aber wir haben das Geschoss eingelegt. Es dürfen eigentlich keine Orks mehr kommen. Ich hoffe es zumindest. Oh, und die rennen weg. Wir sollten besser verschwinden, von außen zu sehen, wenn diese Festung in Luft liegt. Jep. Und genau das machen wir. Suchen Sie einen Ausgang. So, ich hole noch kurz Munition. So, unser Bolter ist jetzt so gut wie leer. Aber ich glaube, wir sollten jetzt echt von hier verschwinden. Ich weiß jetzt nicht, ob hier ein Timer jetzt mitläuft, aber... Ah, okay.
So, die Festung ist vernichtet. Und wie geil das hier einfach aussieht mit dieser riesigen Brücke da vorne. Alter, unglaublich geil gemacht, muss man ja jetzt ehrlich mal sagen. Und hier noch die zerstörte Geschützbatterie hinter uns. Also egal. Auf Ihr Wort kann man sich verlassen. Danke. Wie ist Ihre Lage, Leutnant? Wir sammeln unsere Verwundeten ein und werden im Wohnblock Andres einen Außenposten einrichten. Da das Geschütz nun außer Gefecht ist, kann unser Versorgungsschiff dort landen. Sehr gut. Meine Brüder und ich müssen alle funktionierenden Titanen der Warlord-Klasse sichern, bevor die Orks sie plündern. Viel Glück. Erreichen Sie das Titan-Manufaktorum und das machen wir jetzt. Kapitel 4, Titanen von Graia, Verteilerstation 24. Ja, und ganz ehrlich, guckt euch das mal an. Es ist schon ultra geil gemacht. Ich finde es mega geil. Jetzt nicht unbedingt, weil die Grafik so unglaublich herausragend wäre, sondern einfach, weil das Feeling so geil an Warhammer 40k anknüpft. Das ist unfassbar gut gemacht. Echt schade, dass es dazu keinen zweiten Teil gibt und dass auch kein zweiter Teil geplant ist. So. Alter, was sind das für welche? Weglaufen, weglaufen! Mist. Also die Waffe kann man auf die Entfernung eigentlich fast vergessen. Oder meine Schießkünste, das kann auch sein. So. Ja, ja, ja. Ein paar laufen hier anscheinend doch noch rum. So, ich guck mal kurz, ob hier noch was ist. Anscheinend nicht. Ich hätte vielleicht hier drauf zielen sollen, das wäre intelligenter gewesen. Aber gut, was soll's. Ach, Mist. Ach, schade. Das war der, den wir erwischt haben. Alter, und wie wir den erwischt haben. Tatsächlich, die ganzen Orks sind einfach weggelaufen. Was ist denn das für ein... Ganz ehrlich, was ist das für ein Pack? Da schießt, da gibt einer einen Schuss auf sie ab und dann weglaufen. Gut, vielleicht liegt es auch daran, dass wir die Geschützbatterie alleine platt gemacht haben. Oder zu dritt, besser gesagt. Da haben die jetzt vielleicht etwas Respekt vor uns. Und wir haben wahrscheinlich auch schon Hunderte umgebracht. Na gut, okay, vielleicht ist die Reaktion doch ein bisschen verständlich. Aber natürlich nicht für einen Space Marine. So, und weiter geht's. Tür auf. Hallo? Wo seid ihr? Orks. Ork-Gesindel. Wo sind die denn jetzt alle hingerannt? Ich meine, das war jetzt schon eine ganze Horde eigentlich. Der Adeptus Mechanicus hat meisterhafte Architekten. Ihre Arbeit hat sie alle überlebt. Ja, die architektonischen Meisterleistungen des Imperiums, besser gesagt der Space Marines oder der verschiedenen Gruppierungen von denen, ja, die sind schon echt bemerkenswert. Muss man ja neidlos zugeben. Weil ganz ehrlich, wer sowas baut, muss man sich mal überlegen. Und das ist ja nicht einfach so hingezimmert aus Stein, sondern... Oh, ein Zug, glaube ich. Hat der Leutnant nicht gesagt, dass die Schienen zum Komplex führen, in dem die Titanen sind? Dieses Ding ist ein Rambock. Steigen Sie auf den Rambock. Ach du Scheiße. Aber ganz ehrlich, wer hier sowas baut, das ist schon krass, oder? Ich gucke jetzt mal kurz, ob ich die hier wegsnipern kann. Kann es sein, dass die sich untereinander prügeln? So, du hast gewonnen, Kumpel. Freu dich. Na, doch nicht. So, da unten sind noch mehr. Uhuhu. Schön. Oh, der steht wieder auf. Hey! Schon, komm schon. Yes. So, und jetzt auf den Rambock. Ich hoffe, der fährt nicht weg. Ich hoffe, der hat nicht irgendwie einen Timer. Zumindest sehe ich hier ja jetzt nichts. Ich töte jetzt erstmal euch und dann schauen wir mal weiter, okay? Ja, ihr seid einverstanden. Gut, finde ich super. So, komm her. Ob wir uns dann eigentlich im späteren Spielverlauf mal dem Multiplayer widmen, das überlege ich mir dann noch. Vielleicht schon. Ich weiß aber nicht, ob da überhaupt jetzt noch irgendjemand spielt nach zwei Jahren. Aber ich hoffe es jetzt einfach mal.
Also zumindest in der Tabletop-Szene war das Spiel ja relativ beliebt. Und generell war das Spiel eigentlich relativ beliebt. Weil es ja kaum Spiele gibt aus dem 40k-Universum, die wirklich authentisch sind. Und auf jeden Fall ist das hier der einzige Shooter, soweit ich mich erinnere. Das andere sind ja alles Strategiespiele. Dawn of War zum Beispiel, wo es ja unfassbar viele Erweiterungen dafür gab. So. Jetzt gucke ich hier nochmal kurz. Oh, ein Audiolog. Sieh einer an.